So. So, gucken wir mal. Ja, es sieht ganz gut aus von Tod und allem. Belfast 3. Es ist noch ein bisschen was zu tun. Im Eldon. Nämlich das Scharlachmoor. Fürs höhere Wohl. Die Plünderer haben wir noch in den Quests. Da werden irgendwo so... Wird ein Kopfgeld sein. Und wir werden wahrscheinlich diesmal wieder ein RTS-Level spielen können. Es war ja letzte Zeit immer nur Hero, also Heroes-Levels. Zwischen den dürren Bäumen und der nassen Fäulnis sind überall Spuren der Übernahme des Moors durch die Fleischsippe sichtbar. Eine Reihe angespitzter Stöcke, einige davon mit den Schädeln erschlagener Gegner oder den Körpern von Tieren geschmückt, markieren das Gebiet der Orks. Ein Schimmer Sonnenlicht auf dem Moor ist der einzig freundliche Funke vor einem Hintergrund des Gestanks von faulendem Holz und gärendem Sumpf. Nun, das ist das Moor. Ich schätze, unsere beste Chance, Saurep zu finden, ist, zunächst die Fleischsippe zu finden und zu befragen. Ich habe vorhin einige Spuren gesehen, die von Orks stammen könnten. Sie dürften nicht so weit weg sein. Dann machen wir uns doch auf den Weg. Ach, und es ist nur übrigens zu. Scheiße heiß, deshalb bin ich irgendwelchen Blödsinn da, aber es hat damit zu tun, dass es einfach hier 30 Grad in der Bude sind. Ach, ich wollte schon sagen, aber Orks sind ja auf unserer Seite. Ah nee, doch nicht. Hallo, Komet Knall und gerne. Die drei Orks waren wohl nicht auf unserer Seite, aber normalerweise sind ja Orks. Jetzt keine Feindfraktion. Na, genauso wie Zwerge eigentlich. Ah, egal. Wir töten einfach alles, was hier rumlungert. Niemand lebt ewig. Ja. Ah. Werde im Moment den Splitter. Wie ist der da. Kämpfen! Muss kämpfen! Wartet. Wir wollen nicht kämpfen. Wir... Für Zarach! Oh, die Sprecherrolle, die hätte ich machen können. Was wollt ihr? Ich höre. Kämpfen! Ich muss kämpfen! Für Zarach! Das bin ich. Hallo, der Informant. Ich bin hier. Was gibt es? Ach, könnte ich doch vom Pool aus bei meinen Eltern streamen. Hilf mir jemand, verdammt! Das wäre eine echt schöne Leistung. Der Geist des Gladiators. Das war ja erst Zufall, dass wir den gefunden haben. Elementare Robe. Flammender Zauberstab der Kanalisierung. Wobei... Den kann natürlich irgendwie keiner tragen, weil Geschicklichkeit 7 für einen Zauberstab. Okay. Ah ne, da. Das war das schwächende Stammesschwert, was wir gerade gefunden haben. Göttliche Sicht, Willen 8. Alle Fähigkeitskosten reduziert. Das könnte ich mit den nächsten beiden Level-Ups, ja, wenn ich Willenskraft auf 8 kriege. Aus der Eistonne. Ah, ich glaube, das ist nicht gesund, wenn du den ganzen Tag in der Eistonne hockst.
Wer hat das damals gesagt? Mertesacker, oder? Ich weiß nicht, warum ihr mir jetzt hier auf den Sack geht, ey. Wir haben gewonnen, alle sollen zufrieden sein. Ich gehe jetzt erstmal 2 Tage in die Eistonne, ey, und dann müssen wir Halbfinale spielen. Irgendwie so ein Scheiß. Einfach mal von der Leber weg. Mhm. Das fand ich damals, das fand ich sehr charmant. Weiter so. Wirklich? Normalerweise kann ich mir so einen Kack überhaupt nicht merken. Vor allem Namen, ey. Ich hätte jetzt irgendeinen Nationalspieler nehmen können. Von früher. Interessant. Was ist das? Was haben wir denn hier? Mehr Blass heute? Wollt ihr euch Zarachs Probe anschließen? Die letzten endeten auf dem Leichenhaufen, also solltet ihr noch einmal darüber nachdenken. Was ist Zarachs Probe? Ein orkisches Ritual. Im Grunde ein Monat voller Kampf und Blutvergießen. Ihr haltet es also gerade ab? Sieh einer an, der Dunkelelf hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja, wir sind mittendrin. Aber es kämpfen nicht nur wir aus der Fleischsippe untereinander. Jeder, der Zarach seinen Respekt erweisen will, kann teilnehmen. Aber ihr scheint nicht wegen der Probe hier zu sein. Also warum seid ihr dann hier? Ist die Fleischsippe wegen der Probe hergekommen? Unter anderem ja. Welchen Zweck haben diese Kämpfe? Welchen Zweck? Blutvergießen, Stärke, das Überleben des Überlegenen. Wir feiern die Natur allen Daseins, das große Ringen. Wer auch immer am Ende gewinnt, erhält die Hälfte aller Schätze des Stammes. Was vermutlich der Grund dafür ist, warum so viele Mächtigern-Abenteurer mitmachen. Sie verstehen nicht, dass der wahre Preis nicht aus Gold oder Waffen besteht, sondern in der Ehre, sich vor Zarach bewiesen zu haben. Duldet der Hohe Vater eure Anwesenheit hier? Wenn nicht, kann er uns das gerne sagen. Ist dir zufällig vor kurzem eine Dunkelelfe durchgekommen? Ihr Name ist Saureb. Sau? Da möge mich doch Zarachs Feuer verbrennen. Was auch immer ihr mit ihr zu erledigen habt, die wird nicht wieder mit euch kommen. Der Häuptling hat sie zu seiner Blutprinzessin gemacht. Blutprinzessin? Wovon redet ihr? Als sie vor einem Mond herkam, dachten wir erst, sie wäre wie all die anderen Narren, die wegen der Schätze in der Probe mitkämpfen. Aber das war sie nicht. Sie kämpfte wie ein Dämon mit einer zugleich ungezähmten und reifen Kraft. Der Häuptling hat herausgefunden, wer sie wirklich war. Die Blutprinzessin. Es gibt eine alte orkische Prophezeiung über eine Nicht-Orkin, die sich in der Probe beweisen wird. Wenn sie besteht, wird sie sich mit dem stärksten Ork des Stammes paaren, dem Blutprinz, und eine neue Art von Krieger hervorbringen. Tod durch Snoo-Snoo. Eine neue Art von Krieger hervorbringen? Ihr meint... Euer Häuptling will, dass Saureb seine Kinder kriegt? Und viele davon, ja. Und sie werden makellos sein. Die Kinder von Noor und Zarach, vereint mit der Stärke der Orks und dem magischen Talent der Dunkelelfen. Der perfekte Krieger, das unübertreffliche Raubtier. Und wie werdet ihr diese neue Kriegerspezies von Dunkelelfen und Orks nennen? Dorks? Sehr witzig. Euer Häuptling denkt also, dass Saureb seine Blutprinzessin ist. Warum das? Nur weil sie in der Probe gut gekämpft hat? Nur? Sie hat genug Männer, Frauen und Kreaturen erledigt, um damit einen ganzen Friedhof zu füllen. Saureb ist eine wahre Kriegerin, Blasshaut. Etwas, was eure Spezies nur sehr selten hervorbringt.
Einen Mond vor ihrer Ankunft hatte unser Häuptling einen Traum, in dem Zarach ihm gesagt hat, was geschehen würde. Saureb kämpft also seit einem Monat in der Grube da unten? Ohne auch nur einmal zu verlieren, ja. Und sie wird weiterkämpfen, bis die Probe beendet ist, so wie Zarach es will. Hat sich euer Häuptling in sie verliebt? Liebe? So könnte man es nennen, ja. Aber vor allem ist es Respekt. Er weiß, dass sie die eine ist, die unser Volk in ein neues Zeitalter führen wird. Was denkt Saureb über die ganze Sache? Was glaubt ihr denn? Sie fühlt sich geehrt, was sie auch sollte. Wir müssen mit Saureb reden. Keine Chance. Nicht vor dem Ende der Probe und sicher auch nicht einmal dann. Sie gehört nun dem Häuptling. Wir könnten in der Probe mitkämpfen und sie befreien, indem wir gegen sie gewinnen. Was habt ihr gesagt? Nichts Wichtiges. Wir wollen uns der Probe anschließen. Ihr plant doch etwas, oder? Euren Traditionen nach müsst ihr uns teilnehmen lassen. Oder habt ihr Angst, dass ein paar Blassholde eure besten Krieger schlagen könnten? Ihr habt ein großes Mundwerk. Gut, kämpft, wenn ihr wollt. Aber heult nicht rum, wenn ihr eure Freundin nur noch in Stücken raustragen könnt. Wir sind für den Kampf bereit. Lasst uns ein. Gut, wartet hier. Wir rufen euch auf, wenn ein Platz für neue Kämpfer frei geworden ist. Und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ja? Schweigend folgt ihr dem Ork in eine große Höhle. Vorwärts, sagte er und nickt in Richtung eines Eingangs, ohne jedoch einen Finger zu rühren, um euch weiterzuführen. Es folgt ein langer und einsamer Abstieg in die Tiefe. Die Stalagmiten ragen ringsum wie Zähne auf und die Luft ist kalt und faulig wie der Atem eines Kranken. Endlich flackern in der Ferne Fackeln und dann hört ihr das Brüllen einer Menge. Gut, jetzt gilt es. Der Ork sagte, die Probe beginnt, sobald wir die Arena betreten. Erinnert ihr euch an den Plan? Wir halten bis zur letzten Runde durch, in der wir gegen Saureb aufgestellt werden. Dann sagen wir ihr, wer wir sind und schaffen sie hier weg. Genau. Es ist ein gewagter Plan. Aber abgesehen davon, all unsere Truppen zu rufen und den ganzen Stamm auszuschalten, sehe ich keine andere Möglichkeit. Außerdem läuft uns die Zeit davon. Wenn der Häuptling Saureb jeden einzelnen Tag kämpfen lässt, kann niemand sagen, wie lange sie noch durchhalten wird. Dann wünsche ich uns Glück. Nur zu. Noch eine Blasshaut. Kauft ihr was oder geht ihr wieder? Ihr seht aus, als könntet ihr jedes bisschen Hilfe gebrauchen. Ihr sagt etwas von Glücksbringern. Keine Ahnung, ob ich eine orkische Tradition breche, wenn ich sie an eine Blasshaut verkaufe. Aber zur Hölle damit. Es sind Stützen. Sie helfen euch, etwas länger zu überleben. Sie können euch stärker machen, etwas Hilfreiches beschwören oder euren Gegner in Brand setzen. Ihr wisst schon, solche Sachen. Aber benutzt sie nur innerhalb der Steinkreise, in Ordnung? Außerhalb werden sie für euch im Kampf ähnlich viel Nutzen haben wie eine Handvoll Puderzucker. Könnt ihr mir irgendwelche hilfreichen Hinweise geben? Hilfreicher als sterbt nicht? Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. In Zarachs Probe geht es nur um Kampf und Blutvergießen. Und genau das werdet ihr bekommen. Zeigt mir euer Angebot. Dann zeig mir, was das für Stützen sein sollen. Das sieht nicht aus, wenn der Stützen hätte. Angriffsglücksbringer. Das scheinen die Dinger zu sein, die er meint. Komm wieder und möge dein Blut niemals brennen. So, du hast im Moment das Langschwert. Ach,
Der Schaden ist halt besser, ne? Beim epischen. Aber maßgebliche Attribut, Geschicklichkeit. Wie ist das aktuell? Stärke. Achso, deshalb sind wir auch ein bisschen höher bei dem Wert. Ein weiterer blasshäutiger Herausforderer, was? Geno. Der andere ist fast fertig. Sieh sich das einer an. Mehr Blasshäute, die uns herausfordern, was? Ihr seid wegen der Schätze hier, richtig? Ich fürchte, dass ich den letzten eurer Art nicht ganz so gut bekomme. Also, Blasshaut, wollt ihr euch direkt in den Kampf werfen oder erst die Regeln hören? Nicht, dass es etwas bringen würde, wie alle anderen vor euch. Werdet ihr mit eurem Blut den Sand benetzen? Erklärt mir die Regeln. Wie ihr wollt. Sie sind einfach. Um zu gewinnen, müsst ihr gegen meine Streiterin kämpfen. Meine Blutprinzessin Saureb. Um gegen sie kämpfen zu können, müsst ihr die anderen Teilnehmer und Zarachs Bestien überleben. Mit jeder Runde werden die Kämpfe härter. Und weil es uns den Spaß verderben würde, wenn ihr in der zweiten Runde schon vernichtet werden würdet, dürft ihr euch zwischen den Runden jeweils ausruhen. Behandelt eure Wunden, kauft ein paar von Farans Glücksbringern, um euch das Überleben leichter zu machen, und sprecht ein Gebet an eure Götter. Nicht, dass sie euch hier unten helfen können. Aber genug geredet. Kämpft, Blasshäute! Kämpft für Zara! Was braucht ihr? Es wird geschehen. Ja. Aha. Was wollt ihr? Also, wir. So besonders anfällig gegen Magie. Ich halte euch die Mistkerle. Es muss getan werden. Was gibt's Neues? Macht euch bereit. Eine Falle! Geht weg von den Kreisen! Jetzt. Ich bin hier. Nur zu. Was wollt ihr? Oh, man sieht die Kreise echt schlecht. Versucht nicht zurückzufallen. Auf dem Boden, jedenfalls ich. Oder es liegt einfach an der Hitze. Ha, ihr bekommt gute Zinsen auf eure Investition. Aha. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ah, nicht schlecht, Blasshäute. Macht eine Pause, leckt eure Wunden. Ihr seid noch lange nicht fertig. Jedenfalls die erste Runde. Normalerweise, ich habe alle Nebenquests gemacht vorher. Sollte kein Problem sein, die zu besiegen. Nun, kauft ihr was oder geht? Zeigt mir euer Angebot.
Glücksbringer der Gemeinschaft. Ein Symbol für Kameradschaft. Gut, also eigentlich brauche ich nichts. Was haben wir denn hier? Seht euch nur an. Zerschlagen und blutüberströmt. Und seid ihr bereit für die nächste Runde? Wir sind bereit. Was gibt's Neues? Dunkelelfen, abtrünnige Soldaten der Stärke. Ja? Ihr habt hoffentlich gute Nachrichten. Wohin? Ich bin hier. Nur Narren fordern uns herum. Was gibt es? Wird schon schief gehen. Seh sich das einer an. Das war's schon? Die Blassheute stehen noch. Ich denke, sie haben sich eine Pause verdient. Ja, diesmal werden wir aber den Golem noch vorbeschwören. Oh, ich gönne es Ihnen auch nicht, aber die Regeln sind nun mal die Regeln. Versorgt eure Wunden, Blassheute. Ruht euch aus. Ihr werdet es nötig haben. Nö, weiter geht's. Oh, seht euch nur an. Wir sind bereit. Kommen ja schon die Blutprinzessin. Echsenreiter. Bei Noahs Klauen. Läufer, achtet auf ihre Speere. Sichelmord. Wobei selbst die hier ganz schön schnell aus den Latschen gehen, ey. Der Untotenbeschwörer ist der Nekromant, ist einfach super, ey. Das macht schon viel her, wenn du so ein paar Skelette dazwischen hauen kannst. Bewegt euch! Gute Arbeit. Nicht schlecht, Blasshaut, nicht schlecht. Jetzt ruht euch aus. Die nächste Runde wird nicht so einfach. Kauft ihr was oder geht? Zeigt mir euer Angebot. Ach, schade. Ich hab gerade feiert, noch irgendwas Spezielles am Ende. Doch ein Glücksbringer entfernt. Hallo Wolfgang. Im Chat. Beschwöre ihn nochmal neu, damit der Countdown zurückgesetzt ist. Was ist das? Seht euch nur an! Zerschlagen und Blut überströmt. Wir sind bereit. Bei Tiaras Atem! Was sind das für Wesen? Übereifrigen Nekromanten des Intellekts eine Leiche und eine Tarantel und ihr bekommt das hier. Passt nur auf ihre Zauber auf, dann sollten wir das schaffen. Ja.
Ja, die können doch nichts. Mein Trüppchen ist einfach schon zu mächtig. Bei Noahs Klauen, haltet euch von den Kreisen fern. Versucht nicht zu... Diese Blass heute doch noch als vernünftige Herausforderung. Was sagt ihr, Stammesleute? Ja, ich bezweifle es auch. Ruht euch aus, Blass heute. Wir sind noch lange nicht fertig. Seht euch nur an. Wir sind bereit. Bei Tiaras Atem, was ist das? Der Bote des Noah, ein fliegendes nekromantisches Konstrukt. Lasst ihm nicht die Zeit, die Leichen hier wieder zu erwecken, oder wir müssen gegen einen ganzen Schwarm kämpfen. Aber gegen den haben wir schon mal gekämpft. Ich höre. Aha. Jetzt geht's. Wie ist der Plan? Nämlich, ich glaube, der ist auf dieser, auf der Pilzkarte rumgeflogen auch. Komm, noch ein Diener des Noah. Weil wir haben auch keinen neuen Eintrag im Glossar bekommen. Bei Elends Regenfällen wird das niemals enden? Ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst. Aber ich muss zugeben, ihr seid zäh. Zäher als erwartet. Das ist eure letzte Pause. Nutzt sie. Bleibt nah bei mir. Ach so, der wird geschaffen ja aus Blut. Seht euch nur an. Zerschlagen und blutüberströmt. Und wir sind bereit. So. Da ist sie, mein Stamm. Sie, die uns von Zarach geschickt wurde, die nach einem Mond der Probe weiterhin ungeschlagen bleibt. Jene, die uns an meiner Seite in ein neues Zeitalter führen wird. Die Blutprinzessin. Hui! Das ist also Saureb. Blassblüter? Das hatte ich nicht erwartet. Wir sind wegen euch hier. Euer Vater Khadras ist... Worauf wartet ihr? Kämpft! Es tut mir leid, aber ich kann meine Tarnung nicht aufs Spiel setzen. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Da müssen wir dich leider töten. Was tut ihr da? Wir sind nicht eure Feinde. Seid still und kämpft. Jawohl. Du bist der Nächste. Ja. Schön taunten. Blendendes Licht. Ach, dafür haben wir schon keine Energie mehr. Da sind ja Käfer gefährlicher. Clown! Verdammt nochmal, wir wollen euch helfen. Ergebt euch einfach und wir reden draußen. Nein! Wagt es nicht! Wagt es nicht, dir weh zu tun! Hol sie da raus! Sofort! Aber die Probe verlangt... Die Probe ist mir egal!
Ich werde dir deinen Scheißkopf abreißen und in deinen Arsch schieben, wenn du sie nicht sofort da rausholst. Ja, mein Häuptling. Och, ja. Der Ork lebt sie wirklich. Nein, nicht. Und weg. Was starrt ihr mich so an? Verschwindet! Und zwar sofort. Wir klären das auf dem Schlachtfeld, Blasshaut. Niemand verletzt meine Blutprinzessin und kommt damit ungeschoren davon. Na toll. Und ich dachte, man kann den Krieg dadurch verhindern. Stattdessen müssen wir jetzt erst recht gegen die kämpfen. Das ist wirklich gerade passiert, oder? Was ist da gerade passiert? Sie hat darüber geredet, ihre Tarnung nicht aufs Spiel zu setzen, oder? Vielleicht hatte ihr staubabhängiger Freund doch recht und sie ist nicht davongelaufen, um eine Herrenlose zu werden. Vielleicht ist sie aus einem speziellen Grund hier. Als das Haustier eines verrückten Ork-Häuptlings, der sie als Zuchtstute für seine neue Rasse nutzen will? Wir werden es herausfinden müssen. Aber was auch immer wir tun, offenbar können wir der Schlacht nicht länger ausweichen. Wir müssen ihren Karl zerschlagen und Saurep befreien. Machen wir uns auf den Weg. Unsere Truppen suchen vermutlich schon nach uns. Tja, da guckt der Dorforks. Wir haben alle besiegt. Interessant. Jetzt werden wir euch auf dem Schlachtfeld schlagen. Ihr könnt ja alle nichts. Zwischen den dürren